Ich bin auch davon überzeugt, wenn wir on fire sind am Freitagabend, dann wird es schwer für den HSV. Pure Vorfreude auf dieses Spiel. Es kribbelt. Ja. Auch die Mannschaft merkt man jetzt einfach auch, wie die Spannung, die Atmosphäre so ein Stück weit einfach nur mal ja, mehr wird und konkreter wird. Und ja, wir spüren alle die Vorfreude auf volles Haus und auf tatsächlich auf dieses Flutlichtspiel gegen so einen großen Gegner. Dass der Steffen Baumgart hier schon ein Stück weit Spuren hinterlassen hat, weiß man ja. Gleichzeitig aber erlebe die Jungs einfach sehr fokussiert in unserem Thema, in unserer Aufgabe. Und ich bin überzeugt davon, dass der Fokus schon sehr stark jetzt bei uns ist und nicht so sehr, was hier auch früher mal Thema war. Und wie man die Fans mitnimmt oder mitnehmen, das ist einfach die Art und Weise, glaube ich, wie wir einfach in das Spiel reinreiten. Ja, da gibt es einfach Intensität und schon einfach auch den Fan einfach zu zeigen, dass wir wollen, dass wir mit aller Kraft bedingungslos und unmissverständlich für den Sieg alles in die Waagschale werfen. Und ich glaube, dann wird der Funke springen und den wollen wir springen lassen. Und jetzt ist einfach so der Moment auch da, wo man sagt, jetzt wollen wir es wissen. Ja, jetzt wollen wir mal all in gehen und schauen, wo stehen wir tatsächlich. Wir haben ein gewisses Selbstverständnis uns in der Vorbereitung jetzt erarbeitet. Und jetzt gilt es, das einfach richtig reinzubringen in die Liga. Ja, aber dazu wirklich sind wir voller Hoffnung und Zuversicht.